Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben den letzten Akt beendet, zwei Bosse besiegt, die es schon mal gab. Also Akt 1 und Akt 2 Endboss, glaube ich, oder Akt 3 Endboss. Und jetzt sind wir da im letzten DLC-Gebiet, im letzten Akt, das mit einem DLC, also mit einem Beta-DLC rauskam. Und jetzt haben wir hier ein bisschen schwerere Gegner gehabt, vor allem ja, so Gebietsbosse, kleinere Bösschen, die ziemlich hart reingehauen haben. Wir müssen unbedingt die Resistenz noch höher kriegen. Finden halt jetzt gerade momentan nicht so passende Items. Aber jo, jetzt müssen wir da ein paar Sachen machen scheinbar. Ja, wir müssen auf Grail, also wir haben nicht so viel Zeit zum Warten auf Grail. Grail wird wahrscheinlich jemand sein, der, was haben wir, ist das der Elch, den wir gehabt haben, gesehen haben. Er nehme ich jetzt gerade nicht mit auf, ja, Namen. Ja, wir müssen mit den Nomaden reden. Dazu müssen wir hier nach oben. Ja, du musst mir helfen, mein Großkind, Großenkel. Oder mein Enkel einfach. Grandchild, oder? Mein Enkel. Bekommen eine Integrenz hier fürs Heilen. Kannst du, ja, meinem Enkel helfen? Da müssen wir wahrscheinlich hier unten durch, oder? Da müssen wir zum Wald und Temple of Herod müssen wir wahrscheinlich jetzt hingehen. Ja, okay, Main Quest ist Herod. Dann gehen wir zuerst hier links. Ich denke, es wird nicht so schwer sein, wie jetzt nach oben zu gehen schon. Ja, mal gucken. Oh, viele schnelle Wölfe. Gut, habe ich die Minions dabei schon. Früher war es so, dass die Minions nicht sofort ins neue Gebiet kamen. War entweder ein Bug oder sonst irgendwas, aber es war vor allem manchmal schmerzhaft, dann sofort den Gegner reinzurennen. Gut, dass das Bug auch schon längere Zeit entfernt wurde. Also es gab anfangs Beta, also letztes Jahr ungefähr im Mai und Juni und so. Ein Problem, dass ihr in Dungeons reinkommt, also in Gebiete reinkommt, die so Dungeons sind, unterirdisch und so, und die Minions waren immer noch in der Oberfläche oder ganz irgendwo anders gespawnt, dann mussten die Minions zuerst mal mega lange zurückkommen, weil ihr nicht neue spawnen konntet. Und jetzt kamen ja auch neue Spawn. Ah ja, das war beim Wolf, beim Primalist, mit dem Wolf, die konnte man jetzt immer noch nicht selbe spawnen, oder? Ja. Maximum machen wir ab, dann habt ihr Maximum. Wenn die weg sind, dann habt ihr ein Problem. Und das hatten wir immer wieder in der frühen Beta. Ja, toll, dieses Schild auch wieder mal. Du glaubst auch leider zu viel. Da oben ist noch ein Gegner. Einfach direkt zum nächsten. Wir werden sicher dann mit einem anderen Charakter nochmal alles genauer anschauen, aber ich denke, ich werde jetzt eher ein bisschen vorwärts machen. Das Gebiet ist jetzt zwar schon interessant, aber ja, es ist einfach, es geht zu lange. Ich hätte jetzt gerne Endgame und nicht Story. In den Action-Rollenspielen sind sowieso die Story meistens echt schlecht. Also es könnte viel, viel besser sein natürlich. Und dann habe ich nicht immer Lust, mega die Story zu machen. Vor allem wenn es auch auf Englisch ist. Ich möchte Englisch endlich die deutsche Version auch haben. Ja. Auch schon mal nötig. Aber es gibt andere Sprachen mit Last Epoch, oder? Es gibt, glaube ich, Russisch. Ja,
Weiß ich gar nicht, ob das in dem Game war oder in einem anderen. Ich denke, es gibt schon. Anders war nur Deutsches hatte immer sehr langsam und vielleicht sehr ausländisch, also sehr außerkontinentalen Entwicklern, oder? Ist Deutsch dann immer sehr, sehr spät, vor allem von Asien her. Und das ist natürlich dann immer blöde, wenn du nicht so viel Sprachen kannst. Ich kann ja auch nur Deutsch. Okay, ich kann Schweizerdeutsch noch. Und Österreichisch eigentlich auch. Aber so eine richtig andere Sprache kann ich leider nicht perfekt. Also ich kann schon gut Englisch, aber ich kann noch nicht gut übersetzen. Und ja, viele Wörter oder so machen für mich noch nicht so ein klaren Ausdruck aus. Da muss ich einfach lernen, was die verschiedenen Wörter auch wirklich heißen in Verbindung zum Satz und so. Grammatik verstehen und so. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich tue ja jetzt eher auch Spiele entwickeln, die muss ich auf Englisch entwickeln, dann kommen auch wieder ein bisschen mehr Englischkenntnisse automatisch vor. Okay, Axtwerfer. Cool. Wieder gehen, hä? Zu schnell voran. Hallo, lasst mich doch in Ruhe! Boah, ist der starke. Der eine, der mich verfolgt hat, hat's in sich. Jetzt ist schon wieder der Golem tot. Kann ich den nicht beschwören? Nein, immerhin haben wir es geschafft. Ja, jetzt müssen wir Gefangene retten. Wir müssen ein Blessed Horn. Okay. Blessed heißt gereinigt. Bless was rein, oder? Hm. Also nach oben und nach unten gehen wir erstmal nach links. Sehr nervige Gegner. Sehr, sehr nervig für ihn. Hier haben wir ja gesagt, machen wir einfach noch auf. Ja, wir sind fertig geskillt. Können gar nichts mehr. Ah ja, hier. Genau, auf die Arie machen. Ja, sagen wir das so. 0815, ja. Wie kriegen wir die Defensive hoch? Wir sind einfach keine Items, die Defensive höher machen. Ja, das ist einfach Grind, oder? Und der Grind kann ich jetzt nicht so schnell machen. Ich müsste sonst eben diesen Beet halt auch extrem grinden. Oder einen anderen Beet nochmals machen und den grinden. Ja, machen einfach mehr Parts und dann grinden wir halt auch ein bisschen mehr. Aber gut, wenn das Spiel das so will, kann man nichts machen. So. Dann haben wir hier einen Prisoner. Nein, das ist ein Nomad Leader. Das ist eine tödliche Falle hier. Kenn dich, wenn du reinläufst. Wir warten bis Nacht und dann kannst du schön alle sie morden, selbst morden. Also morden sich selber. Ja, ja, ich versuche das wenigstens. Aha. Diese Akt ist ein bisschen seltsam vom Design. Seltsam. Es ist nicht schlecht, aber trotzdem irgendwie. Ah, jetzt haben wir. Wir haben noch einen Punkt, okay. Er reicht aus. Dass die sich selber heilen, indem sie kritisch Schaden machen, ist natürlich schon sehr nett. Sehr gut. Ja, der Patch wurde ja verschoben. Also es wird wahrscheinlich noch bis Mitte oder Ende Mai gehen, bis der nächste Patch rauskommt. Der 0.7.8 wahrscheinlich. Denke ich zumindest.
Zeichens. Gut, aber sie können ja nochmals einen Buchstaben hin und dran setzen. Es wird sicher noch ein bisschen etwas passieren in nächster Zeit. Aber sieht ja auch aus, weil jetzt schon länger nichts mehr hochging, dass jetzt eigentlich mit F abgeschlossen ist, dieser Patch. Ist ein bisschen schade zu sehen, aber ja, wenn die Entwickler denken, ja, sie müssen nicht mehr Bugs fixen, dann denken sie so, dann kann man nichts. Das sind wieder weniger schwere Gegner. Ja, das Problem liegt einfach darin, dass wir uns besser schützen müssen und nicht die Minions. Okay, eins und eins haben wir halt. Da unten ist auch jemand. Ein Gefangener scheinbar. Wie wir einfach das ignoriert haben, diese Typ mit der Falle. Aber wo ist denn die Falle? Ich sehe nur viele Gegner, keine Rollen. Vielleicht sind es ziemlich viele Gegner, die fallen. Hier ist also gar nichts. Okay, wir haben irgendwen erledigt. Scheinbar, das geht beim Minion Master. Also beim Necromancer halt so schnell. Gut. Aber was denkt ihr über Necromancer? Werden sie bleiben so Top-Tier? Also Top-Tier nicht, aber... Werden sie immer noch ein bisschen OP'er sein als andere Charakterklassen, die nicht so schwer sind wie Leash. Also der Kai Leash, Arrow of the Kai Leash. Oder zum Beispiel der Avalanche Schamane oder der Werbär Druide. Denkt ihr, ja. Es wird immer auch eine leichtere Klasse sein für Einsteiger. Weil in jedem Hack and Slay ist eigentlich Necromancer eben so ein bisschen anfängerfreundlicher als andere Klassen. Seid ihr auch der Meinung? Also, dass Anfänger einfach auch etwas haben, wo sie ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ich halte jetzt mich nicht als Anfänger, aber auch als Nicht-Profi, weil ich nicht Zeit habe zu grinden. Ich spiele... vergeuden meine Zeit halt mega mäßig. Das kann ich als Livestream und Let's Player da gar nicht so ausnutzen, die Zeit. Vor allem ihr mögt es ja auch scheinbar nicht so, wenn ich mal grinde. Die Videos, wo ich eher grinde, haben viel weniger Aufrufzeit. Also da schaut ihr viel weniger zu. Lange zu in einem Video. My beasts will eat well. Und das möchte ich einfach meinen. Ich möchte ja mich an euch anpassen, nicht ihr an mich hoffentlich. Also, ja, könnt ihr auch, aber solltet ihr ja auch. Nur eben, es ist halt sehr abhängig bei mir, was eine einzelne Person macht und nicht was die Allgemeinheit macht. Das ist halt allgemein noch nicht so. Also, ich möchte ja nicht irgendwie mich auch irgendwie negativ verändern, dann, wenn ich mehr Abonnenten habe. Und eigentlich möchte ich ja das, dass ihr wählen könnt, was ich mache. Oder dass ihr auch ein bisschen mehr barmherzig seid zu mir und ein bisschen mehr schaut. Wenn ihr sozusagen gelangweilt seid. Aber das kommt dann erst wahrscheinlich bei euch, wenn ihr dann wirklich Fan von mir seid. Vielleicht seid ihr schon Fan, aber wollt einfach nicht so grinding schauen, das ist klar. Nur, ist es halt so, dass wir, kleinen YouTuber halt extremst weniger Erfolg haben können, als die schon größer sind jetzt. Die hatten den Erfolg schon, weil sie irgendwie Werbung gemacht haben, wie ungemein. Ja. Ihr kennt's ja. Viele YouTuber sind extremst greedy nach Erfolg. Und dann machen sie den größten Mist. Und das will ich alles vermeiden. Nur damit habe ich keinen Erfolg. Aber ich will ja den Erfolg ja gar nicht unbedingt so. Ich will eine tolle Community haben. Und die bekommt man erst, wenn man auch eine Community hat, die greedy ist und den Leuten hilft, die sie schauen. Und wenn halt allgemein das noch nicht gemacht wird, dann ist es halt einfach, ja, umso schwerer für Leute, die noch nicht so groß sind wie ich.
das ist das größte Problem. Also wahrscheinlich werdet ihr nie mehr neue Livestreamer und YouTubers, also hier machen sehen. Es wird nur noch immer allgemein nur die ja, Bekannten halt dann ja, besser sein und nicht mehr die schlechteren. Also ihr werdet wahrscheinlich immer wie bessere sehen, aber auch immer weniger so erfolgreich. Das ist besser, aber erfolgreich. Wie kann ich das? Oh Mann! Ich hab die Taste gar nicht. Earthquake ist einfach ein viel zu starker Skill-Bank-Monster. Ist einfach nicht balanciert. Null balanciert. Scheiße, Mann. Immer erbeben, ey. Aber die Minions killen immer schön dann weiter, wenn wir hinlaufen. Okay, nochmal ein Passivpunkt. Aber wieso immer so One-Hit-Schläge? Mann, das ist genau gleich wie Path of Exile. Hat man auch immer das Gefühl, es sind nur One-Hit-Schläge, die einen killen. So kannst du normale Angriffe, die killen uns nicht, weil wir dagegen heilen können. Aber, oh, das nervt so langsam. Der Falken ist natürlich auch wieder so eine Spam-Rüstung, Spam-Unit. Hm. Du enttäuschst mir langsam ein bisschen nach der Epoche. Mittlerweile wieder. Täuscht mich einfach gewaltig. Es ist einfach halt auch ein bisschen schlecht Design. Es ist ja schon ein ziemlich gutes Spiel, aber manche Sachen sind einfach zu schlecht designt. Das muss aufhören. Die Entwickler sollen aufhören, neue Sachen zu schlecht designen. Und alte Sachen immer noch drin zu lassen. Ja. Das ist einfach das größte Hauptproblem. Wo ich immer wieder wütend werde. Ja, das Gebiet ist sehr verwinkelt, das habe ich jetzt auch nicht so gerne, wenn es verwinkelt ist. Es gehört einfach nicht zu Action und Spielen, also zu Hack'n'Slays. Okay, das ist mal wieder ein bisschen defensiver, das könnten wir gleich tragen. Ja, das würde ich gerne tragen. Dann halten halt die Skelette nicht so viel aus. Aber immerhin hat das defensiv. Das ist ein Strange, ist natürlich sehr sinnlos. Vielleicht nicht mal, aber. Ja. Ja, das sind wieder blaue Gegner. Das ist Magic Gegner. Ja, wir müssen den Golem auf Golem gehen. Einen haben wir verpasst. Müssen wir laut wieder zurück. Na gut. Ja, und nachher muss ich Stone Shard aufnehmen. Das ist natürlich schwer zum Aufnehmen, weil es sehr viel Konzentration braucht. Das ist halt ein Hardcore-Spiel, ein Survival-Spiel sozusagen. Und auch schnell sterben kann. Und ich wollte noch ein anderes Spiel aufnehmen. Ein neues Projekt. Das weiß ich noch nicht mehr was. Das habe ich gestern Abend im Bett noch. Ah, jetzt muss ich nur noch hier zurück. Okay. Gehen wir direkt hier. Ja, das Questlogs lesen ist nicht meine Stärke, scheinbar. Also, ich kann es da nicht erkennen, wo man hin muss. Das so herum. Okay. Ja. Und Idol Slots wieder. Yes! Das ist immer, wenn ich immer. Da freue ich mich immer am meisten drüber. Also, dieses Schild haben wir, glaube ich, jetzt hier nicht irgendwo. Ja, ich werde alles nochmals. Natürlich. Dann vergleichen, mal ein Unique Moli machen. Und zum Beispiel sehr low-leveligen Uniques mal. Weil die einfach zu viel Spawns ja, droppen und dann einfach immer vergleichbar. Ja, ich einfach vergleichen will.
Und jetzt müssen wir hier irgendwo noch hin. Dieses Gebiet wieder. Tundra Ice Caverns. Tundra Ice Caverns. Mengai Fortress. Tundra Tundra. Also jetzt müssen wir zweimal hier nach oben. Ja, dann hast du wieder die Tage, die Wechseljahre. In diesem Spiel ist Blut einfach zu oft. Die Entwickler haben da sehr viel Humor mit Blut. Aber gut, sieht es nicht böse oder brutal aus. Das ist sehr kompliziert. Okay, das ist ziemlich gut, aber nicht so gut da. Ich würde das sogar mit diesem Helf austauschen. 5% wird wahrscheinlich vielleicht das sogar ein bisschen mehr Leben sein als 18 Helf. Ja, nicht ganz, aber immerhin mehr Schaden für die Mage. So, ab noch kurz schauen, 21. Ja, das Spiel muss halt einfach auch wieder besser zum Aufnehmen sein. Dass ich wieder im Fensteraufnahmemodus streamen, also den kann, damit ich das nicht unbedingt zeigen muss. Aber, ja. Ist ja blöd, wenn ich immer wegtappen muss. Ich frage. Das ist halt nicht so professionell wie andere, die das nicht machen müssen, weil sie so gute Sachen haben noch von den OBS-Entwicklern oder so. Ich halt immer noch mit dieser normalen Fan-Edition rauskommen muss. Ich denke schon, das wird dieses sein. Okay, jetzt haben wir einen Punkt dort reingetan, was wir schon haben. Ich besser als jetzt einfach weiter zu skinnen und Magier mehr zu machen. Das geht noch erst ein paar Level. So, und jetzt muss ich nochmal schauen. Einfach Crit-Chance ist noch höher. Nein, Crit-Multiplier ist höher. Okay. Noch mehr Schaden. Ja, Crit-Chance ist ja auch Schaden. Mann, diese Äxte sind so am Nerven, weil sie eigentlich immer treffen. Ich kann denen gar nicht ausweichen. Blöde Äxte. Golem, was machst du wieder hier rechts? Das sind sehr viele Crafting-Materialien wieder. Ja. Das ist doch die Ton, da hier müssen wir ein paar Sachen machen, aber wo müssen wir das machen? Leber ist ja die Leber, oder? Wo muss man das jetzt hier? Na, hier müssen wir noch weiter. Was sind denn die? Zeigt mir doch bitte als Quest, als Ding, die Markierung an, wenn man da drauf drückt. Ja, wir müssen die Eishöhlen scheinbar. Beides mal. Aber dieses Gebiet ist schon wieder viel besser als das vorherige Gebiet, da mit den verschiedenen. Ist klar, also, ja, die Sklaven gewesen sind. Die wir retten müssen. Ja, es wird halt für Entwickler immer schwer, alles zu balancieren, jedes Gebiet. Interessant zu machen. Gegner sollen ja anspruchsvoll sein, aber nicht nerven. Wenn die Gegner nerven, dann ist es meistens, ja, die Spiele halt schwer, dass man da irgendwie etwas Spaß dran findet, oder?
Dieses Gebiet gefällt mir eigentlich recht wieder, aber die Gegner sind halt immer zu schnell. Spammen zu viel, Zauber. Oh, komm schon. Golem. Du lockst immer so viele Gegner an. Der Golem ist ein Tank, der gar kein Tank ist, weil er die ganze Zeit ja, sich in Gefahr bringt. Was ist denn los? Diese Logik wieder mal. Ja, Games haben manchmal echt eine schwere Logik. Ja, das sind die Entwickler halt auch ein bisschen selber schuld, wenn sie solche Sachen einbauen. Wenn zum Beispiel so mega Gegner ausfindig Ding. Wieso machen die das nicht als Hauptproblem weg? Das ist ja eines der Hauptprobleme. Das muss unbedingt weg sein im nächsten Patch. Das ist so nervig, wenn du die ganze Zeit irgendwo in eine Richtung gezogen wirst und nicht dem der Quest nachgehen kannst. Naja. Ja, wenn halt die Kampagne fertig ist, müssen wir halt ein paar Maps komplett machen. Und dann Arenen. Dann gehen wir zu den Arenen. Aber wir müssen unbedingt Items finden, deshalb müssen wir die Maps eigentlich komplett machen. Und halt auch relativ weit kommen mit der Chance, dass wir gute Items bekommen. Also die Map-Bonus müssen halt schwer sein. Zuerst. Okay, hier gehen wir noch nicht rein. Wir wollen jetzt im Gebiet bleiben. Das stimmt. Das ist die Eiskaverne. Im Gebiet links unten. Also links unterhalb von dieser Map. Und hier oben ist scheinbar der Wendiger. Bitte Wingfang. Hat sich die Quest scheinbar beendet. Okay. Sie müssen keinen Wendiger mehr töten. Aber Wendiger sind ja die typischen Diablo 2 Gegner. Also so glaube ich dunklen Moor heißt es glaube ich, ja, Dark Moor. Ich spiele halt immer auf Englisch Diablo 2, wegen der Mods. Aber dort hat es ja da die ersten Wendigos, glaube ich, gehabt und so. Die waren immer für mich ein spezielle Gegner, weil sie so viel aushielten damals noch. Und die habe ich einfach viel mehr in Erinnerung als andere Gegner von Diablo 2. Das ist jetzt zum Beispiel hier nicht so. Okay, machen wir das zuerst. Ja, das ist auch wieder interessant. Hat irgendwas von Zelda. Ocarina of Time, wo man über diesen See des Zoras muss. Aber da kommen sie nicht hoch, sondern sind dort schon und die drehen sich. Genau. So. Ja, leider ist der Part wieder zu Ende, 28 Minuten. Dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Und ich mache heute mal einen Livestream, genau, dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Aber in diesem Livestream werde ich nur Maps machen und Arenen. Die Kampagne machen wir dann einfach im nächsten Videopart weiter. Wenn ich die in den Videoparts alle habe. Aber sind ja eigentlich schon weit. Wir müssen eigentlich nicht mehr so viel machen. Aber die Gebiete sind ja auch sehr groß, denke ich mal. Okay. Wir werden sehen im nächsten Part, wie es weitergeht. Und ja, schaut mal rein im Nachmittag. Livestream. Tschüss.